Moin Moin und willkommen zurück zu Aplux TL hier auf meinem Kanal. Wir spielen weiter. Wir befinden uns in unserem alten, ja, sozusagen, in unserem alten Haus sozusagen. Und gucken mal, ob wir eventuell irgendwas finden können. Beziehungsweise wir brauchen irgendwas Heilmäßiges für unseren Bruder. Und eventuell hat ja unsere Mutter hier eine alte, ja, so ein altes geheimes Labor gehabt, wo sie halt Sachen getestet, ausprobiert oder erforscht hat. Wir wissen es nicht. Wir werden es rausfinden. So, komm an. Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Wiederholt sich vom letzten Mal. Tut mir leid, aber es sind nur 2-3 Sekunden. Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Und wir auch nicht. Ja, hier kann man jetzt sagen. Führ dich nicht vom Fleck, ich bin gleich wieder da. Hier soll er hier bleiben? Hiermit können wir die Ratten wahrscheinlich rauslassen aus ihrem Bereich da. Wollen wir natürlich gar nicht. Oder kommen die hier gar nicht raus, weil es hell ist? Ich weiß es nicht. Für irgendwas brauchen wir das doch. Warte mal. Ja, gewiss. Okay, das ist natürlich dumm. Okay, ich dachte... Okay. Also so nicht. Wir müssen die Ratten erstmal wegbekommen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Okay. Du hast nie etwas gefunden. Brauchen uns natürlich nicht alles normal anhören, ist klar. Obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Wir müssen natürlich irgendwas hier machen, damit... Wir finden es. ...die so ein bisschen abhauen. Lieben können wir das Ding nicht. Dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Licht. Die Frage, ob wir einfach irgendwas da hinwerfen zu den Ratten. Das Sinn macht. Okay, warte mal. Was haben wir denn noch alles da, was wir machen können? Wo ist denn dieses coole Igne? Entzündet Loot? Nee. Löscht Feuer? Wo war denn das? Das hier, ne? Versuchen wir das da herzustellen. Und dann können wir die auch wegbekommen, oder war das nicht so? Ja, komm. Nun denn. Jetzt hier rein. Ratten, Amicia. Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Das kriegen wir hin. Aber wie können wir sie mit dem... Wie können wir sie mit dem Licht auf Abstand halten? Oder? Da brauchen wir aber Stecker für oder sowas. Oh, das liegt denn hier? Okay, das ist nur so ein alter Lappen. Entweder brauchen wir irgendwie eine Fackel oder einen Stock oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob es hier noch welche gab. Müssen wir kurz gucken. Da gibt es nicht so viel. Ich kann nicht mehr einsammeln, da ist zu viel von. Okay, was haben wir denn noch da so? Macht nicht so viel Sinn jetzt, ne? Also könnten sie denn eventuell das Feuer ausmachen und dann die Ratten hier hinlocken? Und dann müssen wir versuchen, da irgendwie an denen vorbeizukommen. Beziehungsweise wieder zuzumachen, wenn sie... Wir machen das mal, pass mal auf. Wir testen, ob das funktioniert. Kommen auch die ganzen Ratten dahin, ne? Jetzt müssen wir sie einfach nur da vorne hinlocken. Pass auf. Bleib hier bei mir, du Affe. Komm her. Also herkommen. Komm her zu mir, komm her zu mir. Warte hier auf mich. Ich warte auf dich. Gut.
dass er noch gleich getötet wird. Das wäre natürlich blöd. Und jetzt können wir das irgendwo da hinwerfen? Warte mal. Du kannst jetzt kommen. Gut. Und jetzt, warte. Komm hier hin. Komm, gehen wir hier rein. Das war noch ein guter Plan, oder nicht? So. Auch schon wieder so das viele Ratten. Ist das Sudatorium? Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Also eine Sauna. Oh, sieh mal, diese Skulpturen. Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Okay, warte mal. Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben ihr. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Vielleicht. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Okay. Kann ich hier irgendwas machen in diesem Kopf? Der Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Der Schwan, imposant und anmutig. Die Kröte, okay. Hässlich wie eh und je. Die Schlange, von der bekam ich immer Albträume. Okay. Da, neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Kann ich runtergehen? Okay. Okay, da ist auch Licht. Oh, na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Sie wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Los, gehen wir. Ich versuche dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Okay, wir müssen normal machen, weil ich glaube. Nimm mal einen Stock. Mit dem Licht? Was für ein Licht denn? Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung er gegangen ist. Na gut, versuchen wir nochmal. So, wir gehen einfach hier durch. Hey, ich will dich nicht mehr. Komm zurück. Alles klar. Okay, das war wieder der falsche Weg. Das Ding geht jetzt auch aus. Wir ein neues holen. Dass hier genug Stöcker liegen. Okay, wir müssen wieder den richtigen Weg finden. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung, ich gehe weiter. Na, hier schnell anzünden. Siehst du irgendwas? Ja, das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Okay. Hier rüber hoppen? Nein! Nein, wie dumm war das von mir? Ich dachte, ich hätte es angemacht. Habe ich natürlich nicht. Wie dumm war das denn? Okay. Ja. Los geht's. Du näherst dich dem anderen Symbol. Geh weiter. So schnell ich kann. Die Sublimierung. Alle Becken sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Ich muss hier raus. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Geht's hoch. Ah. Feuer.
Fäulnis, Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwane und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas? Okay. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Zack und Arm ab. Oh, ein Geheimgang. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na okay. Bitte. Gut, hätte ich mir Munition auch sparen können, wie er gesagt hat schon. Aber hier haben wir richtig viele Sachen. Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Kannst du die anderen Sachen auch noch anmachen hier? Ja, macht er schon, okay. Amicia, diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber wir machen jetzt einfach mal alles. Diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Nehmen wir jetzt mal alles ein hier. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Guck mal rein. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte, hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Man weiß es nicht. Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh nein, Ratten kommen. Nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier! Ich halte sie zurück! Das glaube ich nicht! Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen! Ich lese! Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Ach, das ergibt keinen Sinn! Das sind Symbole! Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Ja, aber das... Gut, aber das Ding kann man bestimmt bewegen hier, oder nicht? Deine Hände folgen deinem Herzen. Aber wo kann man, also von wo aus kann man das bewegen? Sehen wir mal. Ah, okay. Lukas, dieser Mechanismus ist derselbe wie im Chateau d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Okay, falsche Richtung.
Einfach hier abgefahren, dass die ganzen Ratten vor diesem Licht immer Angst haben, ne? Na komm, die sind verschwinden dann aber auch gleich. Hast du das Mazerat? Ich komme nicht hin. Da sind zu viele Ratten. Der Vorhang, da ist es. So. Wollen wir da hinlaufen? Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Das riecht nicht gut. Aber so schlecht riecht es auch. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Oh, oh Gott. Oh. Das ist ab. Dieses Geräusch. Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Oh, warte. Oh. Nein! Nein! Ich habe vergessen zu drücken. Okay, die gruppieren sich neu, gut zu wissen. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, also, während ich die Mischung zubereite. Ja, such mir jetzt. Du musst hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopöe. Der Alkoven mit dem Vorhang. Der Vorhang, da ist es. Immer mit der... Das war jetzt ja gerade eben das hier. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unter... Oh Gott. Das ist absolut. Dieses Geräusch. Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Weiter, wir haben es fast geschafft. Ich komme. Hä? Ach, ich kann direkt zum Hinlaufen, okay. Stell es hier hin. Gut, dann decken wir mal den Phönix. Vorsichtig. Nicht zittern. Wir dürfen nichts vergeuden. Sie kommt zurück. Farbe hat sich leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Mhm. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auch zu den Destillierapparaten. Warte, die waren in einer Richtung, genau. Das wird wahrscheinlich das da hinten sein, oder? Amicia, sie werden das Feuerbecken löschen! Auf keinen Fall! Da sind jetzt die Apparate, okay. Lukas, pass auf! Verzieht euch! Ah, gut von ihm. Ach, die sind noch ein Stückchen weiter, okay. Noch ein Stückchen weiter. Eben das! Sie wissen, was vor sich geht, aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern. Zurück an die Arbeit. Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest... denke ich das. Okay. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, zuerst fangen wir das hier an. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Lassen die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los! Und die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor. Die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Lukas, nein, ich muss
wüssten Sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte, nach dir. Okay, das scheint ja das Medikament für alles zu sein. Oder das Mittelchen. Lukas, man weiß es nicht. Geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Sehr gut. Unser Alchemist im Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Ah, irgendwas kommt doch noch. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia, werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo... Du weißt doch, sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Aha. Bin ich mal gespannt. Oh. Buße. Kapitel 13. Buße. Amicia. Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was Hugo? Von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch hat immer. Hugo gesehen? Na nö, wo ist der kleine Bengel? Er will bestimmt seine Mutter retten. Oh nein. Er ist... weg. Schlecht. Ist das so gut, durch den Wald schreien zu laufen? Für uns zumindest der perfekte Zeitpunkt, um das Kapitel Finde Hugo beim nächsten Mal zu machen. Sachte, ganz langsam. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.